Willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf Kenfinity bei dem Stana. Wir spielen 2-2 und sind im 10. Part angelangt. Ja. Sind wir letztes Mal hier stehen geblieben, uns unsere Portale hier zurechtzuschieben und ja, dieses behinderte Rätsel hier zu lösen. Aber ich habe da circa 10 Minuten oder so dran gesessen und ich habe leider keine Lösung gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es probiert, wie das funktioniert, wie das Level zu machen ist. Wir müssten eigentlich nur praktisch improvisieren, beziehungsweise irgendwie ein bisschen rumrätseln, ich habe keine Ahnung. Die kann man leider nicht drehen, diese, ja, Spiegel, nenne ich die. Und ich teste das einfach mal so, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch und springe mal von oben darauf, denn das habe ich ja auch letztes Mal schon probiert, mehrere Male. Hab aber immer, ja, keinen eigentlichen Weg gefunden, wie ich dann hier drüber kommen kann oder so. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir das nicht anders machen können, ob wir das nicht irgendwie hier mit dem Zauberer und dem der Decke lösen können, weil hier oben sind Stacheln, da kann man irgendwas reinmachen, wenn man das so möchte. Und da der Zauberer leider noch nicht diese schwebenden Blöcke zaubern kann, die ich jetzt im 2-1 kennengelernt habe mit dem späteren Spielverlauf, ist das hier eigentlich auch ja nicht ganz so einfach zu schaffen. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Na, wie kann ich denn jetzt... Warum kann ich das jetzt nicht drehen? Okay, doch. Ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Planke und probiere die mal hier irgendwie drauf zu platzieren, dass wir... Ja, dass wir hier drauf laufen können, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das Problem ist jetzt auch, in 2-1 gab es noch Energie. Das heißt, wenn der Charakter irgendwie zu viel zaubert oder so, dann ist er irgendwie erschöpft und ja, keine Aktion mehr ausführen kann. Das gibt es hier aber jetzt nicht mehr, so wie es aussieht. Deswegen, ich hüpfe jetzt einfach mal hier rein, was passiert. Ich komme hier unten raus. Was eigentlich ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Deswegen gucke ich mal. Hier unten, kommen wir hier unten irgendwo lang. Hier unten kommen wir nur zu so einer Kiste. Das ist das Problem. Den müsste man eigentlich hier auch abdecken mit irgendwas, damit der uns nicht hier das Leben allzu schwer macht. So, und wir gehen jetzt mal kurz mit dem Krieger da durch, damit wir einfach keinen Schaden erleiden. So, und das Problem, so schaffen wir das Rätsel schon mal nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier eigentlich ein bisschen was verschieben. Denn, ja, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich könnte das mal so probieren. Also, wie gesagt, halt mein erstes Mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir schieben vielleicht mal den hier nach oben links. Ich habe keine Ahnung. Und den hier rechts unten. Ich weiß es nicht. Das muss einfach mal probieren. Und dann probieren wir das Ganze noch einmal. Jetzt hier nicht unnötig Schaden allein durch diesen, ja, Feuerstrahl oder so. Und wenn man jetzt von der einen bestimmten Seite durchfällt, passiert erstmal nichts, so wie es aussieht. So, und da haben wir gerade schon gesehen, wir werden da durch und kommen hier raus. Das heißt, ja, wir müssen das irgendwie nutzen, da durchzukommen. Ich müsste mal, logischerweise, eigentlich muss das komplett nach oben, damit wir hier rüberspringen können. Und der hier muss irgendwie so daran platziert werden, ja, dass wir diesen, wie nenne ich das, dass wir das nutzen können, um da rauf zu springen. Aber das ist das Problem. Wie nutzen wir das? Und bekanntermaßen können wir ja uns auch so gewisse Objekte zaubern, die drehen. Ich hoffe mal, das bringt jetzt irgendwas. Was, wie es aussieht, eigentlich nicht. So ist es eigentlich schon eine ganz gute Sache, die wir jetzt hier haben. Wir könnten lediglich vielleicht eventuell nochmal den hier ein bisschen nach rechts verschieben, ich weiß es nicht. Wir probieren das Ganze nochmal. Wir lassen hier so einen Block durch. So, und das ist doch schon mal ganz cool. Da sehen wir doch, so kann es funktionieren. Wir gehen jetzt hier einfach mal durch. Zaubern hier einen Block hin. Denn das ist eine ganze Möglichkeit, wo wir das wirklich schaffen können. Machen den oberen. Das ist eine Idee. Das ist echt eine Idee. Dass das funktioniert. Den setzen wir hier in die Mitte. Und jetzt drücken wir die Daumen. Ich hoffe mal, die Idee funktioniert auch. Dass wir hier oben in den anderen Spiegel ja einen Block reinsetzen, der einfach da drin stehen bleibt. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Den nehmen wir uns ganz kurz. Und, ah, verdammt. Wir können lediglich zwei Blöcke platzieren. Das ist doof. Das ist mies. Das ist echt nicht Premium. Ich schiebe den mal hier hin, mal sehen, ob das funktioniert. Aber wir haben gerade gesehen, es kann funktionieren.
Oder es war einfach lediglich, wenn als Widerstand der Fall. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir, wenn es jetzt funktioniert, dann haben wir Glück. Dann haben wir Glück, das Rätsel ja eventuell zu lösen. Wie wir sehen, hat es kurzzeitig geklappt. Ich hoffe mal, das klappt jetzt wieder. Okay, das funktioniert. Okay, der Block stand schon mal an der richtigen Stelle. Das heißt, der Ansatz, der stimmt schon mal. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das optimiert bekommen. Und dass wir das auch gescheit hier schaffen. Und da auch drauf springen können. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Wir lassen den einfach mal hier fallen. Machen uns hier eine Planke oben drauf. Das funktioniert. Perfekt, schade. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, machen wir uns mal... Ja, das... Die Planke muss gut platziert sein. Denn dann können wir lediglich hier rüber und das Rätsel endlich lösen. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Ah, verdammt. Aber das ist der Ansatz. So können wir es schaffen. Und vielleicht mache ich das ohne Planken. Vielleicht geht das ohne Planken besser. Weil anders ist das Rätsel eigentlich gar nicht zu schaffen. Ich denke mal, das ist auch nicht wirklich so gedacht, dass wir das Rätsel so schaffen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Keine Ahnung. Aber, jawohl, wir haben es geschafft. Das Rätsel ist innerhalb von knapp 15 Minuten, ja, die wir jetzt da lang gesessen haben, gelöst worden. Und da finde ich, persönlich, fällt mir das, sag ich mal. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier? Wahrscheinlich gar nicht, wie es aussieht. Wahrscheinlich hätten wir den Hebel bedeutend eher bewegen müssen. Aber nächstes Problem. Erstes Problem gelöst, nächstes Problem vorhanden. Wie lösen wir dieses Rätsel? Keine Ahnung. Ja, okay. Das heißt, sieht schlecht aus. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, müssen wir das... Ja, das erste Rätsel wissen wir jetzt, wie es zu lösen ist. Nur am letzten Checkpoint fortsetzen. So, das erste Rätsel haben wir gelöst. Jetzt kommen wir natürlich dazu, wie können wir denn diese, ja, sagen wir mal, Feuerteile da lösen. Und... Ja, ohne jetzt großartig zu sterben. Ich hoffe mal, das schaffen wir irgendwie. So ist es auf jeden Fall nicht zu schaffen. Das ist das Problem. Wir müssen eigentlich diesen Hebel, ja, freiräumen, will ich jetzt mal so nennen. Von diesem feuerspeienden Drachen da oben. So, und das sollten wir so eigentlich auch nicht machen, eventuell. Aber... so kann es funktionieren. Der Zauberer ist zwar tot, aber das macht uns jetzt erstmal nichts. Das stört uns nicht, denn wir haben den Hebel, ja, den Hebel frei. Ich hoffe mal, das packen wir jetzt, bevor das Feuer kommt. Eine Welle vom Feuer schaffen wir, eine Welle überleben wir. Und ja, wunderbar. Dann sind wir auch mit diesem Rätsel durch. Haben es geschafft. Nächsten Checkpoint und wir haben alle unsere Charaktere wieder. Das ist sowas wundervoll, wunderbar. Hier unten gucken wir mal kurz nach, ob hier irgendwie eine Flasche ist oder so. Aber da haben wir noch eine. Mal kurz gucken. Hier kann man sich gut dran festhalten. Das ist doch schon mal etwas. So, und dann nehmen wir uns die zwei Flaschen mit. Denn, ja, Flaschen sind wichtig, ne? Würde ich mal so sagen, bekanntermaßen für unsere Charaktere. Hier oben sind zwar Orks drauf. Da kommen wir aber auch in der nächsten Flasche dran. Müssen wir aufpassen, dass wir eventuell die Orks erst ausschalten und dann den Bogenschützen um. Und die machen ein bisschen was zu viel Damage für mich. Ja, da sind wir tot. Habe ich mir schon fast denken können. Aber wir kümmern uns erstmal hier um den oberen. So, den können wir eigentlich da runter schieben. Der ist weg. Jetzt müssen wir uns gucken, dass wir eigentlich... Ja, bekanntermaßen vielleicht den hier, den Zauberer, können wir ja eigentlich auch nutzen, um die Monster zu fliegen zu lassen. So, der ist runter, der ist tot. Hier oben hängt noch einer, der ganz uns gelauert hat gerade. Nehmen uns mal den Eisblock hier und schippen den runter. So, der ist auch tot. Das heißt, uns fehlt nur noch der Bogenschütze. Das heißt, wenn wir den fertig haben... kümmern wir uns mal kurz, dass wir die Flaschen da oben kriegen, denn die Flaschen sind ja auch wichtig, ne? Bekanntermaßen. Da oben haben wir eine Flasche. Gut, wir haben wieder 20 Flaschen. So soll es sein. Was wollen wir mehr? Und den lassen wir einfach mal schweben.
Keine Lust jetzt mit dem zu kämpfen. Ja, und wie kommen wir weiter? Ich schätze mal, wir müssen uns, ich wollte gerade schon sagen, wir müssen uns einen Feuerbogen besorgen, aber so wie es aussieht, kann man uns ja gar keinen Feuerbogen besorgen, denn ja, wir sind nicht in Twine 1, wir sind hier in Twine 2. Und, ja, wie gehen wir weiter vor? Wir müssen zuerst einmal, würde ich den hier erledigen. Perfekt. So, und hier unten haben wir nichts mehr, oder? So wie es aussieht? Nee, haben wir nichts. Dann hangeln wir uns mal eben ganz kurz mit der Bogenschützin hier weiter vor. Ich gucke jetzt mal, na, wie kommen wir denn hier? Wir brauchen, so wie es aussieht, brauchen wir den Krieger mit seiner, ja, fetten Axt. Dann gehen wir kurz zurück, holen uns den Checkpoint neu